23.11.2013. Es wird wieder Zeit zu handeln. Es ist Zeit, das Schicksal unserer Welt in unsere eigenen Hände zu nehmen. Deshalb werden wir uns in großen und kleinen Gruppen als Individuen und Paare zu der Zeit des heliozentrischen Uranus-Pluto-Quadrats am 23. November treffen. Viele von uns werden sich versammeln und visualisieren, dass das Ereignis im Jetzt passiert und werden so einen klaren und harmonischen Manifestationskanal für die letztendliche Befreiung des Planeten erschaffen. Unsere Visualisierung wird den Plan für die planetare Befreiung unterstützen, sodass er sich so bald wie möglich manifestiert, so gewaltlos und reibungslos wie möglich. Wir können es tun, es muss allgemein bekannt werden. Wir müssen viele Leute erreichen, sodass die kritische Masse, die es tatsächlich tun, erreicht wird. Postet es bitte auf euren Websites und Blogs. Wenn ihr alternative Medien kennt, könnt ihr es ihnen zuschicken. Ihr könnt eine Facebook-Gruppe für eure lokale Gruppe gründen, die das in eurem Teil der Welt tut. Ihr könnt ein Video erstellen und es auf YouTube bringen. Die Zeit der Aion-Portalaktivierung kennzeichnet den Gipfel des Uranus-Pluto-Quadrats, der in dem Zeitrahmen 2012 bis 2015 liegt. Das ist der wichtigste astrologische Aspekt unserer Zeit und seine Bedeutung ist sehr einfach. Die Revolution des Lichts. Der exakte heliozentrische Moment des Uranus-Pluto-Quadrats ist am 23. November 2013. In diesem Moment wird eine sehr interessante heliozentrische Konfiguration neben dem Uranus-Pluto-Quadrat stattfinden. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Neptun und Pluto werden ein sechszackiges Sternmandala um die Sonne herum bilden. Der sechszackige Stern ist dieselbe Konfiguration, die bei der harmonischen Konvergenz im November 2003 auftrat. Und es trat in diesem Jahr am 25. August wieder auf, als wir gemeinsam die Militärinvasion in Syrien verhinderten. Die Aktivierung des Aion-Portals ist der Höhepunkt der Zeitenwende. Wegen des Gitterverhältnisses waren die Lichtkräfte passiv und reagierten bis jetzt hauptsächlich auf Aktionen der Dunkelkräfte. Vom Aion-Portal an wird das Licht beginnen, die Aktionen zu starten. Im Moment der Aktivierung des Portals wird die galaktische Zentralsonne einen Mini-Energieimpuls durch die Sonne und durch das sechszackige Sternmandala der Planeten senden. Dieser Energieimpuls wird ähnlich sein wie beim Ereignis, aber dieser Impuls wird höchstwahrscheinlich nicht weit weniger kraftvoll sein. Der Impuls wird harmonische Resonanzwellen durch das Sonnensystem schicken und könnte die magnetische Polumkehr der Sonne auslösen. Der galaktische Mini-Impuls wird durch Aion und Iona ausgesendet, ein kosmisches Zwillingsseelenpaar, das vor Millionen von Jahren durch seinen großen Beitrag zur Formung der galaktischen Zentralzivilisation des Lichts eine sehr wichtige Rolle spielte. Die Absicht von Iona ist jetzt, vom galaktischen Zentrum aus das Göttinnenbewusstsein in Richtung weniger entwickelter Planeten in den äußeren Spiralarm der Milchstraßengalaxie zu werfen. In der galaktischen Mythologie wird sie als die geflügelte Göttin dargestellt. Die Absicht von Aion ist, bei der Überwachung des Wechsels der kosmischen Zyklen in der Galaxis in Harmonie mit dem 25.000 Jahre Impuls aus dem Herzen der galaktischen Zentralsonne mitzuhelfen. Er wird unsere Aion-Aktivierung des Planeten Erde überwachen. Diese Aktivierung wird den Wechsel der Zeitalter kennzeichnen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte wird eine direkte Verbindung zwischen der physischen Ebene 3. Dimension und der kosmischen atmischen Ebene 11. Dimension auf Planet Erde hergestellt. Diese Aktivierung wird auch der Auslösezeitpunkt der neuen Renaissance sein. Viele werden sich für die Hauptaktivierung in Italien treffen. Selbst wenn ihr uns nicht in Firenze treffen könnt, könnt ihr diese Aktivierung in eurer eigenen Gruppe oder sogar alleine tun, wo immer ihr in der Welt seid. Wir werden unsere Aktivierung alle zur selben Zeit im Moment der Öffnung des Aion-Portals am 23. November um 22.11 Uhr mitteleuropäischer Zeit machen. Anleitung.
Entspanne deinen Geist und Körper, indem du deinen Atem ein paar Minuten lang beobachtest. Rufe die Gegenwart deiner Seele, höheres Selbst und deiner spirituellen Führer, Engel und aufgestiegenen Meister an. Visualisiere den Moment des Kompressionsdurchbruchs, das Aufblitzen im Ereignis, den Moment der planetaren Befreiung, wie er jetzt passiert. Auf Wiedersehen, euer Raginari.